Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine Shakshuka vorstellen. Ein Rezept aus Nordafrika, was wohl bei den Israelis inzwischen eines der Lieblingsfrühstücksgerichte ist. Heute habe ich es mal umgesetzt auf den Opti-Grill. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe alles bereitgestellt, was ich für mein Shakshuka-Rezept brauche. Shakshuka, ich hatte es im Intro schon gesagt, ist wohl aus Nordafrika, heute aber eines der Lieblingsfrühstücksrezepte in Israel. Ganz, ganz, ganz verschiedene Varianten. Mein Vorschlag wie folgt. Wir nehmen Dosentomaten hier und frische Tomaten. Ich kombiniere das hier. Ich finde, das passt sehr gut, aber es gibt ganz, ganz viele verschiedene Varianten. Na, auch hier Mengen wie immer in der Infobox oder bei mir auf kochmalschnell.com. Wir brauchen außerdem eine rote Paprika und an Gemüsen eine große Zwiebel habe ich hier genommen. Wir können zwei kleine nehmen. Eine große Gemüsezwiebel habe ich hier. Dann brauchen wir Knoblauch. Eine Zehe habe ich hier genommen und später nachher zum Garnieren habe ich hier Krause-Petersilie genommen. In vielen Rezepten werdet ihr Koriander finden. Ich mag nur kein Koriander, ist nicht meins. Deswegen bei mir Krause-Petersilie, das geht auch gut. Und die Kunst dann ganz am Ende, die vier Eier hier hoffentlich unbeschädigt oben auf die Shakshuka zu schlagen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, was brauchen wir noch an Gewürzen? Muss klassischerweise in die Shakshuka Kumin, Kreuzkümmel. Ich habe hier sehr sparsam Kreuzkümmel verwendet, weil das Rezept sehr stark dominiert. Also für mich nur sehr wenig. Probiert es aus, was für euch passt. Dann habe ich hier Paprika Edelsüß, den ich dazu gebe. Ich habe hier ein bisschen braunen Zucker gegen die Säure der Tomaten als Ausgleich. Und eine Shakshuka muss schon ordentliche Schärfe haben. Hier Chiliflocken, die noch dazukommen. Genau Menge wie immer. Ich habe es schon gesagt in der Infobox oder bei mir auf kochmalschnell.com. Und wir brauchen ein wenig Olivenöl zum Anbraten. Hier haben wir alles. Nein, wir haben natürlich nicht alles. Was ihr auf dem Brett nicht seht, ist ein Käse. Schafs- oder Ziegenkäse nehme ich normalerweise. Mein Schafskäse, den ich eben vergessen habe im Rezept, ist es natürlich drin. Und hinten seht ihr es auch in der Zubereitung. Pfeffer, Salz, klassischerweise wie immer zum Nachwürzen. Und ja, dann haben wir das einmal angesprochen. Dann kann ich auch loslegen mit der Vorbereitung. Opti-Grill aufgebaut. Bei mir ist die Backschale jetzt eingesetzt, denn die brauchen wir jetzt ja gleich. Und ich heize jetzt meinen Opti-Grill vor, manuell. Und zwar volle Pulle, 1, 2, 3, also rot, kann man immer schlecht erkennen hier. Und warte jetzt tatsächlich, bis er sich gemeldet hat, bis er richtig heiß ist. Dauert bei mir erfahrungsgemäß um die 6 Minuten und dann machen wir weiter. So, ihr habt es gehört, Opti-Grill hat sich gemeldet, ist vorgeheizt und jetzt gebe ich zunächst mal hier mein Olivenöl in die Pfanne und lasse das richtig heiß werden. Das geht jetzt schnell. Ein bisschen verteilen hier. Nicht so ganz heiß, das darf nicht rauchen. Und jetzt gebe ich als erstes meine Zwiebeln und meine Paprika in die Pfanne. Dann setze die erstmal so ein bisschen mit Öl, die alle was abkriegen, hier verteile das. So, und jetzt können wir das Ganze zunächst mal ein paar Minuten braten lassen. Ich lege hier mein Stäbchen wieder dazwischen, damit so ein bisschen Feuchtigkeit entweichen kann. Und wir lassen jetzt 5 Minuten das Ganze erstmal anbraten. So, 5 Minuten sind um und ihr seht, die Zwiebeln fangen schon so langsam an, glasig zu werden. Paprika hat auch schon an Farbe verloren hier. Abgegeben, das sieht gut aus. Und jetzt gebe ich meinen Knoblauch dazu.
und brate die noch mal so ein paar Minuten mit an. Man riecht das dann auch schon, bis er Aroma entwickelt. So, jetzt kommen alle anderen Zutaten dazu, außer Petersilie und Eiern schon mal. Und den Schafskäse, den ich vorhin vergessen habe, der noch später drüber gebröckelt wird. Jetzt geben wir erstmal unsere Tomaten hier dazu. Wir mischen hier schon mal so ein bisschen, aber das können wir auch gleich, das können wir auch gleich zu Ende machen. So, dann kommen unsere geschnittenen Tomaten dazu. Und ihr seht, die Form ist jetzt schon relativ voll. Ja, das ist so die Menge, die ich maximal reingekriegt habe. Etwas mischen. Und jetzt geben wir alle Gewürze dazu. Also hier Kreuzkümmel, Paprika edelsüß. Den Zucker für die Tomaten und auch unsere Chiliflocken. So. Und jetzt rühren wir ordentlich. So, und jetzt schmecke ich ordentlich mit Salz ab und mit Pfeffer, denn es ist ja Salz noch nichts dran an der Shakshuka bisher. An den Gewürzen und Tomaten und Paprika, die vertragen schon eine Menge Salz, also ruhig ordentlich abschmecken. Und auch Pfeffer gebe ich jetzt schon mal dazu. Das passt auch noch trotz des Chilis. Geht da noch gut Pfeffer rein. So, das reicht erstmal. Nachwürzen können wir immer noch. Jetzt mische ich noch mal. Und jetzt lasse ich die ganze Masse bestimmt 10 bis 15 Minuten einkochen. Die soll relativ trocken werden. Das müssen wir gleich noch mal gucken, damit unsere Eier auch oben drauf bleiben auf der Fläche. Mache jetzt erstmal zu. Also 15 Minuten sind es bestimmt. Ich gucke zwischendurch mal rein. So, 7 Minuten sind um. Und ihr seht, die Masse brutzelt schon ganz wunderbar. Und jetzt kommt es eben darauf an, alles schön weich zu machen, weich zu kochen hier und so zu reduzieren, dass die Masse verhältnismäßig trocken wird, dass eure Eier nachher nicht versinken in der Masse. Und da haben wir noch reichlich Zeit. Na, ihr seht, hier ist noch viel zu viel Flüssigkeit im Moment. Das ist die Kunst hier bei der Shakshuka, später die Masse so hinzukriegen, dass die Eier nicht versinken und verschwinden. Man muss es ein bisschen ausprobieren. Im Zweifel lieber etwas zu lang als zu kurz. Ja, ne? Und ihr seht jetzt hier, da läuft nichts mehr zusammen. Da steht die Masse doch schon ziemlich gut. Das muss sie auch sein. Also sie muss verhältnismäßig trocken sein. Aber ich denke, wir sind jetzt auch soweit. Ich nehme jetzt hier Schafskäse und den bröckle ich jetzt mit der Hand einfach so über die Fläche. So, und das ist der richtige Moment, um die Eier reinzugeben jetzt hier in die Shakshuka. Vorher mische ich noch mal so ein bisschen den Käse unter. Ich versuche jetzt hier mal eine Mulde zu machen. Man hätte sie möglicherweise noch etwas länger trocknen lassen können, aber wir versuchen das jetzt mal hier. 15 Minuten reicht normalerweise. Also ich drücke jetzt hier mal eine Mulde für das erste Ei. Nehmen wir den mal hier rein und jetzt gebe ich das Ei vorsichtig zunächst mal hier in eine Schüssel, damit es auch ganz bleibt. Ihr könnt von da aus deutlich einfacher dann die Eier reingeben. So. Das hat schon mal ganz gut geklappt. Das nächste Ei. So. Und auch das klappt. So. Und jetzt nehme ich hier ein Stäbchen und mache das Eiweiß so ein bisschen kaputt. Vorsichtig, nur das Eiweiß. Nicht mehr. Na, damit das Eiweiß hier gerinnen kann, auslaufen kann, aber eben nicht das Eigelb. Verteile das hier so ein bisschen in der Masse. Das müsst ihr selber entscheiden. Jetzt machen wir zu. Auch hier wieder mein Stäbchen dazwischen, bis das Eiweiß gestockt ist. Und dann müsst ihr eben gucken, wie
fest ihr euer Eigelb haben wollt. Das sind jetzt bestimmt mal 3-4 Minuten, zwischendurch immer wieder mal reingucken und dann ausstellen. So, die letzten 5 Minuten hier sind um und ihr seht, das Eiweiß hier ist überall geronnen. Ich sehe hier nichts mehr Flüssiges und dann können wir auch ausmachen, denn in der Pfanne zieht jetzt die Shakshuka sowieso noch nach. Und das Einzige, was ich jetzt noch mache hier, ist zum Servieren ein bisschen Petersilie drüber geben. Das mache ich auch jetzt schon mal hier. So. Ja, und dann können wir auch gucken, ob unsere Shakshuka geklappt hat. Ja, dann mal gucken, ob es geklappt hat. Jetzt ist die Kunst natürlich, die Shakshuka, die Eier so rauszukriegen, dass man sie nicht hier in der Pfanne schon zerstört. So. So. Das sieht lecker aus, oder? Da kann man, glaube ich, nicht meckern. Also rein optisch ist es gelungen. Da bin ich doch wirklich zufrieden. Und jetzt wollen wir natürlich mal gucken, ob es auch tatsächlich funktioniert hat. Und probieren. Ah, herrlich. Ihr seht das Eigelb. Das läuft hier noch wunderbar. Und jetzt wollen wir natürlich mal gucken, ob es geschmacklich auch passt. Absolut wunderbar. Auch die Schärfe ist jetzt richtig. Mit den Eiern zusammen. Und der Paprika genau richtig. Also für mich passt es hundertprozentig. Ich will es nicht weniger scharf haben. Ihr könnt vielleicht ein bisschen weniger Chili nehmen, aber gut. Auch das Ei ist noch gut. Ne, ihr seht, das Eigelb läuft noch. So soll es sein. Alles ganz hervorragend. Nochmal ein Happen. Oh, ist ja echt lecker. Wundervoll. Absolut wundervoll. Meine Shakshuka im Opti-Grill. Ja, ich denke, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.